Herzlich willkommen zurück in der surrealen Welt von Prey in der Sigmod-Version. Ja, es gab wieder ein paar Neuigkeiten, die ich berichtet habe. Ich schwenke jetzt mal wieder um ins Spiel. Was machst du da? Hallo? Ja, Vincent, du könntest jetzt mal verschwinden und hier mal den Weg freigeben. Naja, was soll's. Ein kleines Gimmick von mir. Gut, okay, wir befinden uns sozusagen wieder hier in diesem Raum. Da gibt es ja ganz viele Wandwalks, also ganz viele Wandgeschichten. Und damit ich hier diese Dinger nicht auslöse, gehe ich einfach in Spirit Mode rein und schalte einfach ab und fertig ist die Geschichte. So, da muss ich dann hier immer durch. Und hier oben das Ding löst er natürlich nicht mehr aus. Gehen wir hier mal rein. Machen wir das Portal auf und dann schluppidupp. Dann müssen wir nämlich hier noch ein Wallwalk aktivieren und dann sind hier so Peoples, die uns ganz blöd da auf die Pelle rücken. Schlechte Position von dieser Loge aus. Ich versuche es mal wieder von hier aus. So. Gucken. Da oben ist einer. Gut. Kann hier mit dem Mausrad kann ich vergrößern. Ups. Na, wo bist du? Da oben. So, der ist hin. Da oben ist noch. Ach, da unten ist auch noch einer. Gut. Einmal. Zweimal. Kaputt. Nein, dreimal. Jetzt ist der kaputt. Da oben ist auch noch einer. Ah, toll. Weg. Hör doch noch was. Dauernd geht da die Dings auf. Ach, da bist du. So, jetzt fällt er runter. Supi. Hinter mir war noch einer. Glück gehabt. Nee, wir wollen mal ein bisschen hier Waffen sparen. So, Leute. Wenn die mich im Spirit Mode können die mich auch entdecken. Bringt mir aber nichts. Oh ja, Tatsache. Und tschüss. Wollen wir mal gucken. Ah shit, ich muss wieder warten, bis die Waffe geladen ist. Jetzt ist er hin. Weg, da fällt ne noch. Ach, herrlich. Schubidubidu, das macht richtig Spaß. Ach, ich bedanke mich für viele, viele, viele Kommentare. Aber auch andere sind aufgerufen, mir zu kommentieren. Ja, hier haben wir das Gleiche. Zack. Ja, wir sind abgeschaltet. Ui, jetzt mache ich mal ein Quick-Safe. Und wo geht's denn hier hin? Oh, war ja sauber. Ja, da haben wir wieder einen Heinz. Ich konnte noch irgendwo Waffen aufladen. Das habe ich vergessen. Scheiße. Ich hätte da nicht rübergehen sollen. Ich weiß da, ich habe einen Raum vergessen. No, liebe Leute, sorry, sorry. Gucken, ist er noch hier? Der Vogel kümmert sich schon drum. Das heißt also, ist er hier. Warte. Aufpassen machen. Der schmeißt Mist. Na los, komm. Na, will wohl nicht, wa? Da ist er hin. Ich höre doch die ganze Zeit was. Ach, da ist er doch. Nee, der traut sich nicht. Der will wohl, dass ich hier rüber gehe und dann wird's für mich übel. Ja, was ist das? Ah, da ist er. Ah, Manometer pro Peter. Ja, Gottes Modus brauche ich nicht. Ich bin doch hier im Spirit-Modus und kann mir halt eben meine Energie wiederholen. Das noch eben als Nebeninfo. So, bin ich ja wieder fast voll. Erstmal
mit kaputt gehen, aber damit meine ich nicht mich mit. Den habe ich auch getroffen. Also sind wir sozusagen gleichzeitig. Da ist irgendwo wieder einer, der... Da oben wahrscheinlich. Oder? Ja, schmeiß mir hier mal so eine explodierende Echse runter. Achso. Hat nur den Rand gestritten. Oh, kaputt. Usch, da fehlt mir. Da ist noch einer. Aber wo? Da oben. Okay, auch dieser rutscht mal herrlichst runter. Yep. Und dann drehen wir uns hier mal lockerst um. Speichern eine Runde ab. Und gucken wir mal, was wir hier zu machen haben. Achtung, herabfallende Trümmer vom Abflussrohr. Mhm. Yep, das heißt also, hier müssen wir rüber. Oh Gott, wenn ich mich jetzt wieder frisch erinnern kann. Na, okay, das heißt, ich habe wieder... Ah, da versteckt sich einer. Okay, der ist weg. Da hinten ist einer. Ui! Der schießt mit so einer... Waffe. Oh, da ist unten ist noch einer. Ah, Mist. Aufladen machen. Das sind aber reißerische Projektile hier. Das gibt's nicht. Okay, fetze ich jetzt rüber. Ah, oh, tolle Nummer. Bleib ich hier. Bessere Deckung. Was ist denn jetzt passiert? Mann, Omega. Was geht denn jetzt ab hier? Was sind das für Geister? Oh, alter Schwede, aber die haben mich nicht. Die haben mich nicht zerstört. Okay, der hat einen Jump gemacht. Jetzt hat er den Jump nach unten gemacht. Ach, was soll's, lass ich die mal stehen. So. Ein Portal. Da ist doch einer am Stehen. Ja, schieß aus dem Portal, du Spack. Hey, hey. So, was sagst du mir hier? Was steht hier? Zeitphasenstatus. So, gucken. Oh, weia, ich speichere mal ab. Ach so, Moment mal, hier haben wir noch eine Zwischenspeicherung. Eine automatische. Oh, wo sind das für Teile? Aha. Ah, hier ist wieder so ein Zeichen, dass ich hier im Spirit Mode gehen muss. Aha, okay. Okay, kaputt. Hier ist doch noch mehr zu holen. Wo denn, wo denn, wo denn? Ach, das Einengen da. Super geil. Sonst noch was? Sorry. Muss auch mal sein. Ach, da bist du. Doch, ich sehe da. Da bist du aber ganz schnell auf dem Holzweg. Ob ja Weapon wieder nicht. Ich stehe hier im Raumschiff fest. Muss man richtig waagerecht treffen, sonst kommt nichts. So, weiter was? Das Ding ist noch nicht offen. Ich muss es, glaube ich, aufmachen da oben in der Decke. Das heißt also... Ich gehe mal hier hin, gucke mal. Aha.
Geistermodus. Komme hier oben in diese Loge rein. Oder was? Entdecken. Okay. So, was haben wir hier? Hier geht das Ding auf. Perfektor. Dann starten wir mal wieder hier rum. Und jetzt geht das da oben rein. Oh Gott. Okay. Durch diese Abflussröhre. Okay, jetzt haben wir wieder so komische Luftminen. Wow. Dramatische Musik. Ich werde angegriffen. Das höre ich gleich schon. Von wo? Von wo? Von wo? Ach, da unten. Immer in Bewegung bleiben. Wo ist denn hier noch was? Ach, da, du. Jetzt klebe ich hier wieder fest. Okay, hier flackert's. Wir sind sozusagen gehen wir mal hier rein. Hier gibt's Schalter. Was steht da? Kraftfeld deaktiviert. Okay. Hier mache ich was auf. Ach, das sind so Kraftfelder. Die gehen hier oben zur Belüftung, wo richtig, richtig schlechte Luft rauskommt. Bäh. Ja, es kommt. Spirit-Modus. Schauen wir mal. Was wird das Kraftfeld sein? Jawohl, deaktiviert. So, das Ding ist kaputt, weil schon der Schutz kaputt ist, beziehungsweise offen. Kaputt ist er nicht. Gehen wir mal rechts hin. Zu ihm hier. Wunderbar. Das ist nur so ein Kontrollmonitor, ein Flavor-Monitor. Kraftfeld deaktiviert und hier muss ich nochmal das Panzerding öffnen. So, schnell wieder Schutz suchen. Es kann ja sein, dass irgendwie Peoples getriggert werden hier, die runterkommen. Man weiß es nicht. Okay, was jetzt? Inisi sagte mir, achte auf die Guiding Lights, also auf die Feuer. Was ich gelernt habe, ist... Nein! Weiter Abstand fassen. So, und dann werden wir mit unserem Traktorstrahl. Da bin ich ein bisschen zu. Na, sollte doch gehen. Ach, wahrscheinlich erstmal kaputt machen. Natürlich. Oder fliegt es weg. So, da ist nichts mehr drin. Die Stromversorgung ist aus. Zu ihm rüber. Okay. Traktorstrahl aktivieren. Ich hab den Traktorstrahl. Super. Das Ganze machen mit dem hier auch. Nicht aufladen, sondern ich werde wieder angegriffen. Lustig schweben. Hier war noch was. Wo war noch was? Hier, das sind zwar die Lenkteile. Oh, ich habe keine Energie. Doch, Energie habe ich. Mann, oh Mann, hier ballert's von allen Seiten. Wo haben wir denn jetzt hier was? Ich gehe mal ganz nach oben, aber man muss aufpassen, dass ich nicht in diesen zerquetschenden Ventilator komme. Wo ist denn das? Da unten? Ach, der kleine Heim. So, haben wir sie jetzt. Da ist noch einer. Dieser scheiß Lenkteil. Du musst als erstes wegballern. Boah.
los. Wunderbar. Der ist weg. So, habe ich jetzt alles? Ich hoffe es. Zustand der Außenhülle ist noch perfekt. So, Traktorstrahl, raus damit. So, was heißt das? Alle drei vier Stromversorgungen unterbrochen. Der Ventilator steht. Ja, und weiter geht's. Nach oben. Oha. Ah, lauern sie doch wieder hier auf mich. Aha, hier habe ich was zum Aufladen. Okay. Ja, ein bisschen die Außenhülle noch reparieren. Dicht. Hier oben geht's hoch. Na? Jetzt gibt's wieder Mutterfutter. Ah, da. Ja, und wieder so ein schöner Ballon. Das sieht echt lustig aus. So, kaputt. So ein giftfliegender Gift-Oktopus. Da ist auch so ein fliegender Gift-Oktopus. Aha, die sind also mit dem Ausgang respektive Eingang verknüppelt, verlinkt. Warnung, bioorganischer Schadenbereich versiegelt. Was? Bioorganischer Schaden. Oh, 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 oh. Jetzt geht's hier wieder rein. Ah, da gibt's wieder blau leuchtende Teile. Und jede Menge Blitze sind bestimmt gefährlich. Hier ist kaputt. Auch kaputt. Ich habe das mal im Original, also ohne Sigmund, mal gespielt. Die Explosionen sind wahrlichst anders. Die sind nicht so, naja, so spektakulär, sag ich mal. Ja, mehr von diesen Feuern. Da hast du recht, Tommy. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier ganz vorsichtig. So, da unten gibt es nichts Großartiges. Das heißt, ich muss diese Teile hier. Barrikadieren die hier was oder was? Mal gucken, kann ja sein, dass irgendwas noch passiert. Okay, weg damit. Weg damit. So. Putsch. So. Ah ja, danke. Kommt eine Tür zum Vorschein. Aha. Und jetzt geht sie wieder zu. Nee, okay. Hier kann ich mich also hinsetzen. Status angedockt. Mal gucken. Hey, it's those guys again. Oh, oh, oh. The priestess is waiting. Who's this priestess? Nein. Jetzt wird's klasse. Why the hell aren't you talking to me? Hammer. Der sieht mal cool aus. Tja, Leute, so eine Tätowierung. Dieser durchdringende Blick. Ah. Oh, jetzt kriege ich wieder Gänsehaut. Eine Runde Gänsehaut. Wo geht's hin? Na, quiet, quiet. Schön. Habt ihr gespielt? Meine Waffe ist automatisch weggegangen. Mhm. Oh, sehr ehrfürchtige Blicke. Aha. Schöne Musik, die erweckt Vertrauen. Aber da oben, das Ding, das erweckt kein Vertrauen. Dieser Ausguss da. Das sind Verbündete, wie klasse. Na komm, sag mir was. Komm ich hier nicht durch? Okay. Danke sehr. Wow. Greetings. Oh, geiles Teil. Who are you? You may call me
Eluit. We are the Hidden. As with you, we were plucked from our homes and brought here to this place, to the Sphere. For centuries, the Keeper, our enemy, has used it to harvest beings like us from a thousand different worlds, to be processed, turned into food, warriors, whatever it requires. For generations, the Keeper has been the hunter, and we have been the prey. But no longer. Look, I don't care about any Keeper. I just want to find my girlfriend and get home. Then perhaps there is a way we can help each other. We have been devising a plan to finally escape from this place. The Sphere's technology permits the Keeper's minions to open portals that transport them from place to place in an instant. Even between worlds. We have stolen some of their machines, and have been developing a similar device, which would open a doorway back to Gaia, Earth, our home. What do you need? Destroy the Keeper. We have the technology to analyze its brain, to acquire the final information needed to open the portal home. Why do you need me to do this? The Keeper has ways of barring us from its domain. But perhaps your unique abilities can take you beyond its defenses. The path to the Keeper's bioexperimentation labs lies beyond that portal. What about Jen? If she is still alive, she's being held through there. The Keeper retains some of those it harvests for experimentation. I've got to get to her before it's too late. If she can be found, she can be saved. Sent home through the Earth portal, with you, with all of us. Do we have a deal? Yeah, I'll do it. May your gods protect you. Wo gehst du jetzt hin? Okay, naja, kann ich nicht ran an sie. Okay. How have you survived this long? Generations ago, a small number of our ancestors managed to escape from the Keeper. We hid, deep within the Sphere, where we thrived and waited, until the day would come when someone would rise up and lead us from this place. Yeah. Humans are again being brought aboard the Sphere. It has returned to reap our planet once more. We will never be this close to Earth again in our lifetimes. Our chance is now. Jetzt betet sie wieder. Ich glaube, wenn ich's nicht von ihrem kleinen Ding hier gehe, labert sie weiter. Nein. So. Liebe Leute. Diese Folge ist jetzt mal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen.